Herzlich willkommen und guten Abend zu unserem Webinar heute, übertragen aus unserem Heidelberg-Studio oder meinem Home-Studio. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, die sich für die vielen Farben der Augenheilkunde interessieren. Wir haben heute mit dem Dr. Hartmut Benning und dem Matthias Befurth zwei kompetente Referenten für diesen Abend und ich freue mich sehr in der kommenden Stunde mit Ihnen die aus meiner Sicht am meisten unterschätzte Modalität des Spektralis erforschen zu dürfen. Ich durfte schon etwas vorher in die Bilder hineinspicken und bin begeistert und freue mich wirklich, wenn es jetzt gleich losgeht. Und unser erster Referent heute ist Matthias Befurth und ich sage ein herzliches Hallo nach Berlin. Ja, hallo Stefan. Ein herzliches Hallo zurück aus meinem eigenen Homeoffice-Studio in Berlin. Tatsächlich, es ist auch eine tolle Sache, dass man so viele Informationen erlangen kann aus dem heimischen Wohnzimmer, so schöne Fortbildungen bekommen kann. Und so wollen wir auch heute ein kleines Multicolor-Training mit Ihnen veranstalten. Ich werde am Anfang eine kleine Einführung geben, technischer Art, möchte Ihnen zeigen, auf welcher Grundlage Multicolor basiert. Und im Anschluss dann zeigen, welche Möglichkeiten Sie in der Ansehen der Bilder haben, also im Viewer der Heidelberg-Software. Ja, Stefan, wenn du erlaubst, würde ich direkt starten. Genau, ich habe schon gar nicht mehr gerechnet, noch zu Wort zu kommen. In diesem Sinne, leg los mit der kleinen Warm-up für den Dr. Benning. Viel Vergnügen an alle. Gut, vielen Dank. Ja, wie gesagt, wir wollen mit einer kleinen Grundlage starten. Ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht, auf der ich die Grundlagen der Multicolor-Bildgebung einmal ganz kurz mit Ihnen beleuchten möchte. Und zwar geht es hier um die Drei-Farben-Theorie. Die Drei-Farben-Theorie ist eine historische Theorie zur Farbwahrnehmung im menschlichen Auge. Sie wurde um 1850 maßgeblich von Helmholtz entwickelt, auf Basis einer älteren Theorie von Thomas Young. Die Theorie beschreibt die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Helmholtz hatte beobachtet, dass man aus farbigem Licht dreier Primärfarben jede beliebige andere Farbe mischen kann. Analog vermutete er, dass es im Auge drei Typen von Rezeptoren geben muss. Diesen Nachweis der Trichromaten, also der rot-, grün- und blau-empfindlichen Zapfen, diesen Nachweis, den gab es allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Sie reagieren unterschiedlich auf Licht unterschiedlicher Wellenlängen. Grau und Weiß werden wahrgenommen, wenn alle Rezeptortypen gleichmäßig angeregt werden, schwarz, wenn kein Rezeptortyp stimuliert wird. Und wir wollen uns das Ganze hier an einem kleinen Beispiel einmal anschauen. Sie sehen hier so einen weißen Punkt in diesem Raum, der aufgespannt wird zwischen Rot, Grün und Blau. Und Sie sehen, welche Farbe herauskommen würde, wenn man also die drei Kanäle Rot, Grün und Blau unterschiedlich gewichten würde. Wie sich das Ganze nun auswirkt auf die Multicolor-Bildgebung, das wollen wir auf den nächsten Folien uns zusammen mal ansehen. Das Multicolor-Bild, wie wir es hier schön erkennen können, das entsteht, indem wir drei verschiedene Laser selektiv anwählen und diese gleichzeitig in das Auge leuchten lassen. Und wir nutzen nun ziemlich die gleichen Farben, wie wir es auch gerade bei der Drei-Farben-Theorie kennengelernt hatten. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht Rot verwenden, sondern Infrarot. Das ist also Bild Nummer 1, was wir bekommen mit einem infraroten Laser der Wellenlänge 815 Nanometer. Bild Nummer 2 ist ein grüner Laser. Wir bekommen also ein grün Reflektivbild mit der Wellenlänge 518 Nanometer. Und als drittes verwenden wir den blauen Laser und bekommen ein blau Reflektivbild 486 Nanometer. Warum und wieso wir nun gerade diese drei Wellenlängen nutzen und welchen Vorteil diese haben, das möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie gern näher erläutern, wo wir einen Vergleich starten mit einem Bild, was eine Funduskamera liefert, was nun zugegebenermaßen häufig als Vergleich angesetzt wird, wenn wir Multicolor vergleichen wollen zu anderer Bildgebung. Die Funduskamera verwendet ein weißes Licht, kein Licht von selektiven Wellenlängen. Und gibt uns also ein sehr reelles und neutrales Bild, so wie Sie es auch ophthalmoskopisch sehen würden. Welche Vorteile haben nun aber die drei selektiven Wellenlängen, die wir im Multicolor
zur Verfügung haben. Sie sehen es an den drei Pfeilen hier rechts im Bild dargestellt. Der blaue Pfeil, der signalisiert nun also die blaue Wellenlänge, eine kurze Wellenlänge. Dementsprechend reflektiert hauptsächlich die Oberfläche der Netzhaut. Die innersten Netzhautschichten reflektieren also am besten beim blauen Laser. Wir bekommen die meiste Information in diesem blau-reflektiven Bild von der Netzhautoberfläche, also epiretinale Membranen, Nervenfasern und so weiter. Der grüne Laser, der dringt etwas tiefer in die Netzhaut ein mit seiner etwas längeren Wellenlänge und wir bekommen intraretinale Veränderungen, sehr gut mit diesem Bild dargestellt. Also zum Beispiel intraretinale Blutungen, zystoide Veränderungen, diese werden sehr gut im grünen Reflektivitätsbild dargestellt. Der infrarote Laser wiederum, der dringt bis zur Aderhaut und zeigt uns auf seinem Weg von den inneren Schichten bis hin zur Aderhaut vor allem Veränderungen der äußeren Netzhaut. Also Veränderungen des Pigmentepithels, Veränderungen der Aderhaut selber. Aber dadurch, dass er ja auch die inneren Schichten passiert, würden wir auch hier, wenn auch schwächer im Vergleich zu Grün und Blau, Veränderungen der inneren Netzhautschichten sehen können. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, wo man doch tatsächlich viele Veränderungen in einem Bild erkennen kann. Darum haben wir ihn auch multipler Befund genannt. Sie sehen nun in den einzelnen Kanälen unterschiedliche Informationen. So können wir also die epiretinale Gliose, die wir im Multicolor-Bild super plastisch dargestellt erkennen, hauptsächlich im blauen und aber auch etwas abgeschwächt im grünen Kanal sehr gut erkennen. Was wir vor allem im Infraroten und hier fast schon überstrahlt dargestellt bekommen, ist der Bereich der geografischen Atrophie. Jetzt mögen Sie sich vielleicht sagen oder fragen, warum sehen wir denn auch im grünen und im blauen Bild diese geografische Atrophie, wo ich doch gerade gesagt habe, dort sehen wir eigentlich nur oberflächliche Veränderungen oder intraretinale Veränderungen. Dadurch, dass aber hier das Pigmentepithel komplett fehlt und die Aderhaut so sehr strahlt, sieht man diese Veränderungen auch im grünen und im blauen Bild. Ja, es ist also keine Grenze an der Netzhautoberfläche oder aber intraretinal, die uns das Licht nicht weiterkommen lassen würde. Nein, auch im grünen und im blauen würden wir tiefe Veränderungen sehen, wenn denn das Pigmentepithel fehlt und uns dort die Aderhaut sehr stark zurückstrahlen lässt. Auf dieser Folie habe ich Ihnen einen Patienten mit diabetischer Retinopathie einmal mitgebracht, um Ihnen aber auch zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir sind nicht nur beschränkt auf den 30-Grad-Ausschnitt, den Sie oben links erkennen können, wo wir zum Beispiel harte Exudate hier als diese dunkelroten Flecken erkennen können. Nein, wir können das genauso auch mit 55 Grad darstellen. In dem Fall ist es noch Infrarot. Wenn ich einmal weiterklicke, werden wir sehen, dass auch die 55 Grad Bildgebung mit Multicolor möglich ist, wo dann neben den harten Exudaten unter anderem auch Cotton Wool Spots sehr gut im Multicolor zur Geltung kommen. Ja, und wenn wir es rauszoomen, dann natürlich in all seiner Feinheit das 30-Grad-Bild, wie wir es gerade schon beleuchtet hatten. Ja, gehen wir einen Schritt weiter zu den Möglichkeiten, die Sie in der Analyse bekommen. Sie bekommen also nicht nur das Multicolor-Bild dargestellt und können es nicht weiter bearbeiten. Nein, es gibt noch zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie aus dem Multicolor-Bild noch viel mehr herausholen können. Auch wenn uns hier in dem Fall die epiretinale Gliose schon sehr schön anlacht und auch das Makula-Schichtvorrahmen, wie wir es hier im Zentrum sehen. Das ist das Bild, wie Sie es standardmäßig, und darum steht hier unten auch Standard, bekommen. Es ist wahrscheinlich zu klein für Sie hier dargestellt, dass Sie es auflösen könnten. Man kann diese Farbgewichtung zwischen den einzelnen drei Kanälen, die wir hier auch in dem Bild dargestellt bekommen, also das Grün-Reflektivbild unten links, das Blau-Reflektivbild unten rechts und das Infrarote oben rechts, diese Gewichtung der einzelnen Kanäle kann man noch anders gewichten. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Standardeinstellung, die sich dann nennt Green-Blue Enhanced, was nicht viel mehr bedeutet, als gewichte mir Grün und Blau viel stärker, schwäche den roten Kanal etwas ab. Welchen Vorteil hat das? Ich denke, das ist ganz selbsterklärend.
vor allem oberflächliche Veränderungen, wie jetzt in dem Fall die epiretinale Membran, die wir hier sehen, die wird nochmal viel, viel besser dargestellt. Und als dritte Möglichkeit bekommen Sie User-defined, also eine benutzerdefinierte Einstellung. Und da haben Sie nun selbst die Möglichkeit, die Kanäle rot, grün und blau eigens zu gewichten, selbst zu entscheiden, wie viel grün und blau und wie viel rot möchten Sie im Bild sehen, um nun also tiefe Veränderungen oder mehr oberflächliche Veränderungen sehr gut darzustellen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, auch eine künstliche Schärfung in das Bild hineinzubringen. Auch das lässt das Bild noch einmal etwas schärfer darstellen. Und das wäre nun auf der rechten Seite so eine User-Defined-Einstellung, wie ich es mal an meinem Arbeitsplatz vorgenommen habe. Neben dieser Möglichkeit können Sie zum Beispiel den Patienten unterschiedlich fixieren lassen und Aufnahmen aus unterschiedlicher Blickrichtung aufnehmen. Das ist eine zentrale Darstellung. Ich möchte gar nicht tiefer auf den Befund eingehen, denn Herr Dr. Benning wird dies im Anschluss in aller Ausführlichkeit noch betreiben. Ich möchte Ihnen mehr die technischen Möglichkeiten zeigen. Also, wir hatten ein zentrales Bild. Wir haben eins mit nasaler Fixierung, wo wir den Sehnerven viel mehr im Zentrum sehen. Und wir haben eins mit temporaler Fixierung. Und diese Bilder können wir nun mit ganz einfacher Funktion im Viewer, indem Sie also einfach diese drei Bilder markieren und die rechte Maustaste bedienen, über Compute Composite eine Art Panoramabild erstellen. Und das sieht dann so aus, wie Sie es jetzt hier bekommen. Die Software rechnet automatisch diese drei Bilder zu einem Weitwinkelbild zusammen. Eine schöne Anwendung für diese Weitwinkeldarstellung mit zusammengesetzten Bildern ist auch ein Zentralvenenverschluss. Was wir hier sehen, auch hier wurde ein nasales und ein zentrales Bild zusammengesetzt. Und man sieht auch hier sehr, sehr schön den Bereich des Verschlusses und aber auch eine zystoide Veränderung im Zentrum. Wenn Sie nun neben der 30-Grad-Bildgebung auch die Weitwinkelbildgebung nutzen können an Ihrem spektrales Gerät, dann können Sie dort Ähnliches probieren, also ein zentrales Weitwinkelbild. Sie nehmen sich dazu ein temporal fixierendes und ein nasal fixierendes Bild. Und auch diese kann man nun gern probieren, zu einem Ultra-Weitwinkelbild zusammenrechnen zu lassen, was ehrlich zugegeben nicht bei jedem klappt. Also wenn Sie es in Ihrer Praxis mal probieren sollten, momentan ist die Erfolgsquote noch nicht ganz so groß, aber Sie können damit rechnen, dass eventuell mit Updates in Zukunft diese Funktion noch einmal stärker gepusht wird und besser klappen wird. Aber in einigen Fällen klappt es auch hier schon ganz gut. Und ich denke, es ist sehr beeindruckend, wenn wir ein so schön zusammengesetztes Bild erhalten. Last but not least möchte ich Ihnen noch eine Studie vorstellen. Diese ist nun schon 2 Jahre her. Die sogenannte Belfast-Studie hat bei AMD-Patienten verschiedene Merkmale der AMD verglichen, wie sie im Multicolor-Bild dargestellt sind, zu wie sie im Fundus Kamerabild dargestellt sind und hat nun geschaut, in welcher Darstellung ist die Veränderung sensitiver zu erkennen, also welche liefert uns eine bessere Darstellung, wo kann ich die Veränderung deutlich besser erkennen als zur anderen Modalität. Und wir sehen recht gute Ergebnisse, auch in der Funduskamera-Darstellung, hier auf der rechten Seite dargestellt, bei Blutungen. Also hier eine sehr gute Erfolgsquote in der Beurteilung von Funduskameraaufnahmen, jedoch einen recht schlechten Wert bei retikulären Pseudodrusen. Ja, diese sind sehr, sehr gut erkennbar mit der Multicolor-Bildgebung. Ich liefere Ihnen auch gleich noch ein schönes Beispiel dazu und möchte Ihnen auch ganz kurz noch sagen, warum dies nun gerade so wichtig ist, warum gehen wir gerade auf die retikulären Pseudodrusen in diesem Vergleich ein. Diese sind doch ein großer Risikofaktor für den weiteren AMD-Verlauf des Patienten. Nicht nur die Progression zu einer geografischen Atrophie, sondern auch zu einer feuchten AMD ist doch sehr groß. Von daher ein starker AMD-Risikofaktor. Und da sind Sie gut bedient, wenn Sie diese retikulären Pseudodrusen mit Multicolor-Bildgebung beurteilen wollen. Wir sehen es nun hier im Vergleich Funduskamera zu Multicolor-Bild. Und wenn wir uns das nochmal ausvergrößern, sehen Sie wunderbar diese tüpfelige Eigenschaft der retikulären Pseudodrusen, wie man sie hier gar nicht verwechseln kann mit anderen Merkmalen.
Ja, damit schließe ich meine kleine technische Einführung zur Multicolor-Bildgebung und freue mich, wenn Fragen sind, diese zu beantworten. Ja, vielen Dank nach Berlin. Vielen Dank, Matthias, für deine Einführung. Vielleicht eine Frage ganz von praktischer Seite. Wie ist denn das, gibt es bei der Aufnahme irgendwas zu beachten? Einfach ganz praktisch für jetzt, wenn Anwender dran sitzen, sagen, ich habe Multicolor, ich weiß im Prinzip, wie es geht. Was sind so deine Top-Tipps für eine gute Multicolor-Aufnahme? Ja, vielen Dank für die Frage. Multicolor-Aufnahmen sind in der Tat nicht so einfach wie zum Beispiel eine Infrarotaufnahme. Von daher empfiehlt es sich, erst einmal in Infrarot das Auge auszuleuchten und scharf zu stellen. Dann von dem Fokuswert, den Sie eingestellt haben, etwa eine halbe bis ganze Dioptrie in Richtung Minus den Fokus zu verändern. Anschließend wechseln Sie in den Multicolor-Modus, schauen nochmal auf eine gute Ausleuchtung. Da das Licht doch sehr hell ist, wo der Patient reinschaut, kann es durchaus sein, dass Sie noch etwas nachjustieren müssen mit der Kamera. Und wenn die Ausleuchtung wieder schön gleichmäßig ist, dann starten Sie den Eye-Tracker, warten, bis das Bild sich stabilisiert und noch etwas verbessert hat, und dann lösen Sie es aus. Prima. Ich schaue noch mal virtuell in die Runde. Keine Hand, keine weiteren Fragen. Ja, dann noch mal vielen Dank nach Berlin. Und ich freue mich jetzt, flugs mit unserem Heidelberg Engineering Academy Chat nach Mainz fliegen zu dürfen. Und begrüße Herrn Dr. Benning sehr. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen in die Runde. Viele Grüße nach Berlin und nach Heidelberg. Ich bin ambitionierter User, bin jetzt seit knapp einem Jahr stolzer Besitzer eines Spektralis OCTs, möchte es im Nachgang nicht mehr missen und bin begeistert, welche Möglichkeiten eigentlich diese Maschine im Detail bietet. Hatte vorher ein anderes OCT, aber Spektralis ist eine Klasse für sich und von daher ist es also hervorragend, da mitzuarbeiten. Ich möchte jetzt noch einige Bilder aus der Praxis zeigen, die ich angelegt habe. Man sieht an den Bildern auch die Lernkurve, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Die ersten Bilder sind nicht so scharf. Habe teilweise auch dann Vergleichsfotos zu meiner alten Funduskamera gemacht und möchte anhand dieser Beispiele dann die Unterschiede Ihnen zeigen. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank für diese nette Einführung. Ich glaube, Sie sind am Start. Ich sehe die Präsentation, ich sehe Sie und wir hängen an Ihren Lippen. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, das Bild haben Sie vorhin schon von Herrn Bevert gesehen. Nochmal die kurze Zusammenfassung. Auf der linken Seite wieder die diffuse Ausleuchtung der Netzhaut mit weißem Licht, wie bei der klassischen Fundusfotografie. Auf der rechten Seite dann nochmal die drei Wellenlängen, blau für die Oberfläche, grün für die mittlere Struktur, rot für die tieferen Schichten. Und daraus resultiert dieser Pseudo-3D-Effekt und einzelne Details der Netzhaut sind viel kontrastreicher dargestellt. Ich habe jetzt hier so eine gewisse Struktur mir angeschaut. Hier nochmal auch, wie vorhin schon gesehen, eine epiretinale Gliose. Rechts wieder Multicolor. Man sieht die zellophanartige Verziehung der Netzhaut. Man sieht die Schichtkontur. Auf der anderen Seite links das gleiche Bild mit meiner Funduskamera aufgenommen. Da sieht man zwar auch die korkenzieherartige Verziehung der Gefäße. Man kann, wenn man weiß, wo es ist, auch am grünen Pfeil das Schichtvorrahmen erkennen. Aber es ist bei weitem nicht so plastisch wie auf der rechten Seite mit Multicolor. Ähnliches gilt jetzt hier auch auf dem nächsten Bild. Auf dem klassischen Fundusfoto ist das Schichtvorrahmen am gelben Pfeil allenfalls nur zu erahnen, während praktisch dann auf der rechten Seite bei Multicolor diese ringartige Anheftung gut zur Darstellung kommt. Die Elevierung der Netzhaut ist dann grün dargestellt, weil in diesem Bereich der Glaskörper insgesamt ja an der Netzhaut anheftet und zieht. Ich finde auch spannend,
wenn man praktisch diese Bilder dem Patienten zeigen kann. Es ist von der Visualisierung her ein großer Vorteil, weil mit den Querschnittbildern der Netzhaut habe ich den Eindruck, haben Patienten Verständnisschwierigkeiten, wie wird das denn geschnitten, wie sieht man das in der en face Darstellung im Multicolor, hat der Patient dann einen anderen Eindruck, wo wir gerade da im Bild unterwegs sind. Hier jetzt auch nochmal in Kombination mit dem OCT auch nochmal einen Schichtvorrahmen und auch hier sieht man dann im Multicolor sehr schön die ringförmige Anheftung. Man sieht als Nebenbefund auch hier nochmal so die Nervenfaserzeichnung, was hier dann praktisch bis zur Raphe rüberläuft. Das kriegt man in der Fundusfotografie in dieser Art nicht dargestellt. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann hier auch nochmal eine epiretinale Gliose. Im OCT ist es ein Minimalbefund, eigentlich nicht der Rede wert. Aber auch während jetzt hier praktisch im Infrarotlaser diese Veränderung kaum zu sehen ist, sieht man doch dank des blauen Lasers sowohl hier oben als auch hier unten schon so eine beginnende zellophanartige Verziehung. Hier sieht man auch wieder die Nervenfaserschichtzeichnung. Also man hat einfach wesentlich mehr Informationen als im Vergleich zur klassischen Fundusfotografie. Was ich bis jetzt im Multicolor noch nicht gut darstellen konnte, waren jetzt so umschriebene vitreoreale Traktionen. Gut, das ist jetzt auch ein Bild ganz zu Beginn meiner Karriere. Da hatte ich auch noch nicht die Bildbearbeitungsknöpfe in der Software gefunden zum Nachschärfen. Aber ich denke, diese Bilder sind dann oder diese Befunde sind dann eher Domäne des klassischen OCTs. Dazu braucht man jetzt, denke ich, Multicolor nicht unbedingt. Aber dafür haben wir dann ja auch das OCT. Jetzt gehen wir weiter zum Diabetes. Kommen also da jetzt auch in die tieferen Schichten. Und hier sieht man praktisch auf der rechten Seite, es war eine junge Dame mit beginnender Retinopathie, diese Mikroaneurysmen, die man jetzt hier in diesem Bereich sieht, kann man zwar hier erahnen, kommen aber bei weitem nicht so prägnant raus wie im Multicolor Imaging. Also das ist, denke ich, ein deutlicher Zugewinn in der Verlaufskontrolle von Diabetikern. Hier sieht man nochmal eine fortgeschrittenere diabetische Retinopathie, die Cottonwool-Herde sind auch hier auf dem Fundusfoto gut zu sehen. Aber hier so diese Irmas hier in diesem Bereich kommen hier, sind auch sichtbar, aber bei weitem nicht so kontrastreich. Und auch Patienten, die mal praktisch, denen man hier praktisch dieses Multicolor-Bild zeigt, sind wesentlich beeindruckt und sagen, oh, ich muss mich jetzt aber jetzt um meinen Zucker kümmern, während das ja hier auf dem klassischen Fundusfoto eher alles gedämpfter erscheint, sind die Veränderungen hier dann auch für den Patienten wesentlich dramatischer nachweisbar. Hier jetzt nochmal eine fortgeschrittene Retinopathie. Und auch hier sieht man praktisch dann dieses vitreoretinale Segel im Bereich der Papille, kommt wesentlich besser raus. Dieser zentrale, diese Aufhellung, das ist jetzt dann praktisch bei der 55-Grad-Technik ein Artefakt, den man versuchen kann, durch Bewegen des Joysticks zu minimieren, was aber nicht immer gelingt. Aber auch dann hier mit der Weitwinkeltechnik sieht man einfach, wie weit man hier bis in die Peripherie mit einer Aufnahme das alles gut überblicken kann. Also es ist einfach eine tolle Technik, die uns da Heidelberg Engineering zur Verfügung gestellt hat.
beim hohen Blutdruck kann man dann so die Stadieneinteilung auch gut für den Patienten nachvollziehbar darzustellen. Das war jetzt hier ein Augenhintergrund mit minimalen Veränderungen, minimale Reflexschwankungen an den Gefäßen, keine nennenswerte Einstellung, aber auch praktisch diese Reflexunregelmäßigkeiten lassen sich im Multicolor Imaging wesentlich besser dem Patienten demonstrieren, als es jetzt mit der Fundusfotografie möglich ist. Und Patienten sind auch dann sehr beeindruckt, wenn sie dann diese Bilder für den Hausarzt mitnehmen können. Auch die Rückmeldung von den Hausärzten ist eigentlich sehr, sehr positiv, dass die dann auch einfach mal ein Korrelat sehen, was wir im Auge einfach wahrnehmen können. Und wenn der Patient dann auch weiß, dass praktisch der Zustand der Netzhautgefäße beispielgebend ist für den Gefäßstatus in Herz, Niere und Gehirn, dann ist er da auch schon beeindruckt, was wir am Auge einfach durch den Blick, durch die Pupille alles wahrnehmen können. Ich denke, das ist auch etwas, was wir auch dann darstellen sollten, weil außer uns kann das keiner. Hier sieht man dann, hier habe ich jetzt die Seiten getauscht, hier sieht man dann die Reflexkaliberschwankungen, sieht man dann, angedeutete Kreuzungszeichen sind wahrnehmbar. Das ist jetzt alles nichts Spektakuläres, aber wie gesagt, der Patient sieht es nicht. Nur weil es für uns das tägliche Brot ist, heißt es ja nicht, dass es auch für alle anderen Nicht-Augenärzte selbstverständlich ist. Also deswegen setze ich praktisch diese Multicolor-Bildgebung auch zur Verlaufskontrolle bei Patienten mit, die vom Hausarzt kommen, Frage, hypertone Fundusveränderungen, setze ich die Bildgebung ein, gibt die Bilder dann halt mit und die Rückmeldung von den Zuweisern sind durchweg positiv. Auch hier sieht man dann nochmal so Kreuzungszeichen, Omega-Teilungen, Reflexschwankungen, das sind einfach Sachen, die gut zu demonstrieren sind. In der Weitwinkelaufnahme, 55-Grad-Technik, ist das dann nochmal etwas eindrücklicher. Das war jetzt ein Befund nur mit einer normalen verstärkten Gefäßlängerung bei unauffälligen Blutdruckwerten. Aber auch das ist sicherlich zur Verlaufskontrolle sinnvoll zu dokumentieren. Man sieht eine leichte Stauung der Venen. Kein Mensch weiß, gibt es daraus mal vielleicht eine venöse Stase-Retinopathie. Auch da lohnt es sich, solche Auffälligkeiten zu dokumentieren, dass man dann auch später weiß, wie sah es denn jetzt heute aus, wo ich das Bild gemacht habe. Das ist jetzt ein Bild einer trockenen Makuladegeneration. Auch hier die Veränderungen in den tieferen Netzhautschichten kommen wesentlich prägnanter zur Darstellung. Die Pigmentumschichtungen sind viel besser darstellbar als jetzt hier in der Fundusfotografie. Das war jetzt auch eine Aufnahme bei erweiterter Pupille. Hier, glaube ich, war sogar die Pupille gar nicht erweitert, um diese Aufnahme zu machen. Das ist auch ein Vorteil vom Multicolor Imaging, dass in 80-90% aller Fälle die Bilder bei enger Pupille gemacht werden können. Wenn die brechenden Medien klar sind und durch die Bildbearbeitung hat man dann die Chance, wenn die Bilder zumal scharf waren, aber relativ dunkel sind, dann durch Verstärkung der einzelnen Wellenlängen das Bild nochmal aufzuhellen, sodass man da dann auch ein gut zu vergleichendes Endprodukt bekommt. Jetzt auch hier nochmal eine trockene Makuladegeneration in der Mitte der Infrarotlaser, rechts das korrespondierende Multicolor-Bild, links rechts das OCT. Und auch da sieht man jetzt
eine wesentlich größere Plastizität der Veränderung, wobei man jetzt auch, weil hier diese Veränderungen ja tief liegen, das auch im Infrarotlaser gut, da gut abzugrenzen ist. Das ist jetzt eine Pigmentepithelabhebung. Da ist es dann in der Fundusfotografie sehr schwierig, die Grenzen darzustellen. Dadurch, dass dann ja die über dem abgehobenen Pigmentepithel die Netzhaut weiter nach vorne ins Augapfelinnere vorverlagert wird, lässt sich dann durch die Grünfärbung praktisch die Grenzen der Pigmentblattabhebung sehr gut darstellen. Nebenbefundlich hier auch nochmal die Nervenfaserzeichnung, aber das sieht man halt in der Fundusfotografie bei weitem nicht so schön wie im Multicolor Imaging. Wo ich mit am Kämpfen bin, da muss ich auch nochmal Herrn Bewert oder Herrn Schulz fragen. Ich verstehe nicht, warum manche Aderhaut-Navy im Multicolor Imaging sehr gut darstellbar sind, wie jetzt hier in dem Fall. Da lässt sich praktisch dann noch die Grenze des Nevus wesentlich besser darstellen als hier in der Fundusfotografie. Aber ich habe genauso auch dann Patienten oder Bilder, wo der Nevus sich ähnlich darstellt, wo man aber dann im Multicolor Imaging keine vernünftige Abgrenzung sehen kann. Und da weiß ich nicht, ist das jetzt, liegt es daran, dass dann im Prinzip der Nevus den roten Laser unterschiedlich stark reflektiert, dass man es mal gut sieht und mal überhaupt nicht. Das würde ich gern hier im Forum nochmal diskutieren, was die anderen Kollegen, die mit der Technik arbeiten, auch für Erfahrungen gemacht haben. Hier sieht man nochmal dann auch einen recht gut abgrenzbaren Nevus. Das auf dem nächsten Bild sieht man es jetzt. Moment. Das ist jetzt ein peripherer Nevus, der jetzt hier schwer abzunehmen. Das habe ich mit meiner Spaltlampenkamera fotografiert. Das war jetzt die 55-Grad-Aufnahme. Im Nachhinein kann man hier die Grenzen abschätzen, aber das ist jetzt so ein Ergebnis, wo ich sagen würde, das bringt jetzt keinen wesentlichen Zugewinn im Vergleich zur klassischen Fundusfotografie. Hier habe ich es fast nah, also im Multicolor Imaging konnte ich den Nevus fast komplett aufzeichnen. Hier bei der Spaltlampenkamera, müsste ich mir das Bild dann zusammensetzen, weil die Spaltbreite nicht ausgereicht hat, das darzustellen. Also wie gesagt, mit den Aderhaut-Navy bin ich noch nicht ganz glücklich, habe aber auch keine Antwort auf die Frage, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Hier jetzt so ein Fall, wo ich praktisch mit Blickrichtungsfotografie mit meiner Funduskamera den Nevus recht ordentlich habe darstellen können. Im gleichen Areal könnten hier die Grenzen sein. Das war auch eines unserer Erstlingswerke mit Multicolor Imaging. Aber so überzeugend ist jetzt hier diese Abgrenzung nicht. Hier jetzt wieder ein Befund, wo es hervorragend funktioniert. Auf dem Fundusbild ist ja dieser Nevus genauso sichtbar wie auf dem Bild vorher. Das ist jetzt von der Pigmentierung kein Unterschied. Wenn man sich das hier anschaut im Vergleich zum letztgezeigten Bild, hier sieht man dann die Grenzen des Nevus sehr exakt. Eine Erklärung dafür, man sieht auch dann hier die aufgelagerten Drusen sehr schön, aber warum man mal den Nevus abgrenzen kann und mal nicht im Multicolor Imaging, ich weiß es noch nicht. Das war eine junge Dame mit Morbus Stargardt. Und da sieht man dann diese weißlichen Auflagerungen um die Fovea herum im Multicolor Imaging wesentlich besser abgegrenzt, als jetzt das dann hier in der Fundusaufnahme
darstellbar ist. Das ist jetzt schon ein fortgeschrittenes Stadium, als die junge Dame schon diese Erkrankung 2 Jahre hatte. Auf den ersten Aufnahmen hat man diese fleckigen Aufhellungen perimakulär fast gar nicht sehen können. Also auch da ist dann einfach das Multicolor Imaging ein wesentlicher Zugewinn in der Bildgebung. Das hier ist eine ältere Dame, also mittelalte Dame, zweite Hälfte 40, die wegen einer unklaren Sehminderung zu mir kam. Auf der Fundusaufnahme war jetzt nicht viel sichtbar, aber im Multicolor Imaging kam dann praktisch dann dieses Bullseye raus und die Diagnose der Zapfendystrophie wurde dann in den entsprechenden Zentren bestätigt. Das sind jetzt nochmal so, da wollte ich herausfinden, was kann im Prinzip das Multicolor Imaging bei extremen Blickrichtungen. Das funktioniert nicht immer. Hier hat man praktisch dann so eine vitreoretinale Anheftung, einen Präforamen. Das kommt nicht immer so schön zur Darstellung. Wenn es aber gelingt, ist es eine tolle Sache. Was aber auch dann sehr zeitaufwendig ist, um das darzustellen. Da braucht man auch dann eine weite Pupille, brauchen jungen kooperativen Patienten mit klaren Linsen, dass man solche Veränderungen zeigen kann. Ich probiere es immer wieder mal und wenn das aber nicht optimale Untersuchungsbedingungen sind, gelingt sowas einem nicht immer. Hier jetzt nochmal eine PVR-Reamotio mit zweiter Öleinfüllung. Hier habe ich es dann geschafft, die periphere Retinektomie, die notwendig war, um die Netzhaut zu entlasten, schön darzustellen. Sieht man auch an der Spaltlampe, aber für den Patienten war es sehr eindrücklich, dann mal in sein Auge hineinzuschauen und dann hat er verstanden, warum das alles so kompliziert ist, so wie das in seinem Auge aussieht. Das sind dann so Highlights, wo man dann sagt, nice to have, der Patient hat dann ein besseres Verständnis von seiner Erkrankung. Hier auch nochmal als peripherer Nebenbefund so eine Pseudoretinitis pigmentosa, vielleicht auch eine abgetrocknete Schiesis, die sehen manchmal ähnlich aus und hier auch eine frische Schiesis. Das war dann auch so mit der 55-Grad-Aufnahme und Blickrichtung, entsprechender Blickrichtung des Patienten darstellbar. Das war jetzt so die Sammlung an interessanten Befunden, die ich Ihnen jetzt so aus knapp 9 Monaten Multicolor Imaging mitgebracht habe. Befunde, die mir selber, die ich selber spannend fand, zu demonstrieren. Für mich ist Multicolor Imaging jetzt aus der täglichen Praxis eigentlich nicht mehr wegzudenken und kann alle nur ermutigen, mit dieser Technik anzufangen. So die Rückmeldungen von den Patienten sind also sehr, sehr positiv, weil es darum einfach geht, Befunde für den Patienten verständlich zu visualisieren. Das war's, was ich heute mitgebracht habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn irgendwelche Fragen sind, jederzeit herzlich gerne. Ja, Herr Dr. Benning, ich darf Ihnen erstmal recht herzlich zu den tollen Bildern gratulieren, die wirklich eindrücklich sind. Und ja, ich finde auch dem Untersucher, es erleichtert am stressigen Tag möglichst wenig zu übersehen. Die Frage ist jetzt, die Sie ja gestellt haben, ist das Thema Nevus. Und es ist auch tatsächlich eine häufige Frage, die uns gestellt wird, ob der Nevus richtig erkannt werden kann oder nicht. Bevor wir dazu kommen oder spekulieren vielleicht, hier nochmal der Hinweis, wie Sie mit uns in Interaktion treten können. Entweder schreiben Sie die Frage oder vielleicht haben Sie auch eine Antwort zu den eben gestellten Diskussionen einfach in den Chat hinein und gehen Sie vielleicht noch eine Runde weiter oder sind noch etwas mutiger, dann würden Sie auf die Hand drücken und dann würden wir das Mikrofon freischalten. Dann kann man ganz toll diskutieren, wie wenn man im selben Raum wäre. Das ist natürlich immer am spannendsten so. Also, zurück zu dem Nevus. Wir schalten auch nochmal den Herrn Befort, den Matthias aus Berlin kurz dazu, würde ich sagen, um
grundsätzliche Fragen zu beantworten. Also aus meiner Sicht gibt es ja immer eine Grundregel bei Bildern. Ich habe jetzt in meinem Hinterkopf keine systematische Untersuchung, wann das sichtbar ist oder wann nicht, aber ich habe eine Idee. Ja. Also wenn Sie sich das im OCT anschauen, in OCT-Schnitt der Nevus, dann macht er mit dem RPE verschiedenste Sachen. Ja, es ist mal gestretchter, es ist mal weniger affektiert. Und am Ende des Tages ist ja wenn Sie so durchscheinenden Rahmen sehen, heißt es ja nichts anderes, dass an dieser Stelle weniger Licht absorbiert wird. Und der Hauptabsorber von Licht ist eigentlich das RPE. Und ich würde mir das erklären mit dem Einfluss wenn das nicht totaler Blödsinn ist jetzt aus klinischer Sicht, aber ich könnte mir das so vorstellen, dass der Nevus natürlich auch verschiedene Druck oder Kontakt auch mit dem RPE hat oder auch Defekte hervorruft und dann einfach sichtbar ist oder nicht. Mir schien es bei den Bildern, die Sie gezeigt haben, dass das die Pigmentierung, ich weiß nicht, ob das alle noch im Kopf haben, doch anders war. Sie haben zwar gesagt, das ist ähnlich, mir erschien die sehr viel löcheriger. Wir hatten manchmal dieses wie so dunklen Film aufliegen auf den Nevi, das würde ich mit dem RPE korrelieren, wo es kein Durchkommen gab, wo die Pigmentierung sehr stark war. Da sehen Sie dann keine Abgrenzung, wenn das Licht besser durch kann, gerade die rote Wellenlänge, wie das ausgeführt worden war, da kann manchmal eine perfekte Abgrenzung stattfinden. Wenn man sich an die geografischen Atrophien erinnert, hat man so eine ähnliche Erscheinung bei geografischen Atrophien, da hat man auch oft Reflexionswerte, da fehlt das RPE komplett. Matthias, ist das eine Möglichkeit? Wie hast du das schon mal gesehen? Oder da noch weitere Kommentare dazu? Ja, ich bekomme auch einiges aus dem Feld mit, gerade zu dem Thema Nevus-Darstellung mit Multicolor. Und ich kann es auch nur wiedergeben, wie Dr. Benning, dass also einige Nevi nicht sichtbar sind im Multicolor. Ich selbst habe da keine wirkliche Erklärung dafür. Ich kann nur noch mal darauf verweisen, vielleicht in dem Fall, wenn er nicht sichtbar ist, auch das OCT zu verwenden und dort den EDI-Modus anzustellen. EDI steht für Enhanced Depth Imaging und verbessert uns die Aderhautdarstellung. Und in diesen Aderhautdarstellungen im OCT kann man doch sehr gut die Hyperreflektivität in der Aderhaut sehen, wie der Nevus sie ausprägt, also dort dieses akkumulative Material, was sich dort anlagert, wie es den Nevus darstellt. Das kann man sehr gut im OCT sehen und auch, ob er das Pigmentepithel nach oben drückt, kann man sehr gut im OCT nachvollziehen. Also vielleicht ein Tipp für die Fälle, wo er nicht sichtbar ist im Multicolor. Ja. Also Herr Dr. Benning, wir müssten mal über ein paar Fälle gucken. Gerade das OCT dazu wäre lebenswichtig. Das Fundusbild ist, wie es ist. Ne? Aber ich glaube, das OCT, da könnte man auf die Schliche kommen. Mir ist aber nicht gewahr, dass das sich einer schon mal angeguckt hat. Die Frage kommt oft, aber tatsächlich weiß ich es nicht. Also ich kenne auch nicht jede Studie der Welt, aber ich spekuliere stark, dass das mit der, ja, wie das RPE intakt oder gestretched oder so das RPE ist. Das ist spannender Punkt, stark. Kann man immer ausprobieren, dass man an der Stelle dann auch mal ein OCT macht. Ja, das wäre wirklich also ganz toll, wenn Sie da mal 10 Fälle sammeln, wo man es gut sieht und sehen, wo man es nicht so gut sieht, ob man da eine Systematik erkennt. Das wäre ein super wichtiger Praxistipp, weil wir die Frage öfter auch bekommen. Unsere Antwort ist es sieht, man sieht es manchmal ganz toll und manchmal weniger toll. Ja. Das habt ihr heute auch wieder eindrucksvoll bestätigt. Und ja. Und wo finde ich diesen Knopf mit dem Enhanced Depth Imaging? Ja, den finden Sie im Aufnahmefenster direkt neben dem Augenlängen-Button. Oder wenn Sie oben Ihre OCT-Schaltflächen haben, wie Fast und Dense, eine Etage tiefer. Okay, stimmt. Ich erinnere mich, ja. Jetzt weiß ich auch, was dieser Knopf bedeutet. Gut, aber Dr. Benning, ich lasse Sie natürlich nicht, ohne noch ein paar Fragen hier weiterzugeben, aus der Runde gehen. Und Sie haben ja immer wieder auch betont, das Thema Patient ist sehr gut zu führen damit oder sehr eindrücklich darzustellen, neben dem dem schnelleren Erkenntnisgewinn auch den Hausarzt erwähnt. Dann hier die Frage, wie geben Sie da einen Ausdruck mit, geben Sie ein Foto mit, wie machen Sie es praktisch? Und letzte Frage, nehmen Sie was dafür? Also für den Ausdruck nicht. Also letztendlich
ich rechne praktisch dieses Multicolor Imaging analog mit der Ziffer 7010 ab, weil das ja diese Laserscanning-Ophthalmoskopie ist. Und das ist mit dem 2,3-fachen Satz sind es 65 Euro. Und dafür kann man schon kann man gut arbeiten, kann auch die Zeit investieren. Und das wird von den Patienten auch dann akzeptiert, wenn die das Ergebnis sehen. Also jetzt nur vom pekuniären Aspekt. Und dann gebe ich halt dann auch einen Ausdruck mit. Und da meine Frage an Sie. Wo kann man es im Programm einstellen, dass man dann praktisch dann auch das rechte und das linke Auge auf einer Seite ausdrucken kann? Das habe ich noch nicht gefunden. Ich habe jetzt festgestellt, dass man praktisch pro Ausdruck, pro Seite ein oder zwei Bilder ausdrucken kann, aber habe es noch nicht gefunden, wie man die dann seitenweise zuführen kann. Würde ja dann etwas Bäume sparen, wenn man dann praktisch für zwei Fundusbilder, wenn man rechts und links auf einer Seite ausdrucken kann. Und dann hat der Patient auch was in der Hand, was er dann mitnehmen kann, was dann ja auch wieder einen gewissen Multiplikatoreffekt hat, weil der wird sicherlich dann auch zu Hause sagen, ich war dann heute bei meinem Augenarzt und willst du mal meine Augen von innen aussehen, was man heutzutage sehen kann. Und mit einem ordentlichen Farbdrucker kommen da wirklich tolle Bilder raus. Gut, ich glaube, die Frage ist für Berlin. Sollen wir es live in der Software zeigen oder soll ich es nur erklären? Ja, zeig es doch mal live in der Software. Das wäre doch am eindrücklichsten. Das sind alle begeistert, glaube ich. Ja. So. Jetzt sollten alle meinen Hayek sehen. Ist das so? Ja. 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 Also wir haben jetzt hier einen Patienten mit Multicolor-Bildern rechts und links. Ja. Die markieren sowohl rechtes als auch linkes Auge, dass beide blau hinterlegt sind. Okay. Und wählen dann rechte Maustaste und Print. Und nun müssen Sie nur aufpassen, dass hier bei Bilder pro Seite eine 2 steht. Okay. Dort steht am Anfang gerne mal eine 1 und dann bekommen Sie nämlich zwei Seiten, eine Seite rechts, eine Seite links. Steht dort eine 2, dann sollte ich jetzt nicht lügen und beide Bilder kommen auf eine Seite. Und ich kann praktisch egal, also ja, perfekt. Es fehlt manchmal da an so kleinen Informationen, dass man es dann praktisch eben in der Übersicht auswählen kann, die Anzahl der Bilder. Klasse. Da ist es schon. Man könnte sogar im Querformat machen. Ist es da nebeneinander? Geht das auch, dass es so rechts, links ist? Da bin ich jetzt überfragt. Können wir doch probieren, wenn wir sind ja hier unter uns. Ich glaube, wenn man jetzt hier Querformat einstellt, dann geht es sogar querformatig. Da muss ich passen. Ich wüsste nicht, wo ich Querformat einstellen kann. Bei den Printer-Properties kannst du Querformat einstellen, meine ich. Okay, probieren wir das mal aus. Jawohl. Wunderbar. Dauert noch, bis es hier bei uns ankommt. Aha, ich sehe es schon. Das ist ja auch spannend, das ist ja noch hübscher. Was aber noch nicht, als ich mich da vor einem knappen Jahr intensiv mit beschäftigt hatte, dass man jetzt noch nicht praktisch da bei den Notes, kann man noch nicht praktisch am PC einen Befund eingeben. Es gibt ja irgendwo einen Button Comments, aber das wird dann alles hier oben eingetragen. Wo man es ja nicht unbedingt haben muss, gibt es da eine Möglichkeit, auch praktisch Befunde, das am PC zu befunden, dass es dann hier unter dem Begriff Notes auch eingetragen wird? Ja, nein. Oder noch nicht? Nein, die Möglichkeit besteht nicht. Sie haben alles komplett richtig herausgefunden. Das Einzige, was möglich ist, ist hier oben bei Comment, aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen einzufügen. Ja. Also das ist tatsächlich für handschriftliche Notizen, ne? Dieses Feld runter. Und gibt es da irgendwann, ist das mal angedacht oder kann man sich solche Sachen wünschen, dass auch das mal praktisch dann irgendwo ein Befundfeld, irgendwo bei der Patientenanamnese Befunde, wo man die Sachen dann reinklicken kann, da wo man ja auch die Anamnese angibt, ob man da vielleicht irgendwo einen Button noch hinzufügen kann, wo man dann auch Zugriff praktisch hier auf das untere Feld hat. Sehe einfach ein bisschen professioneller aus. Oder auch für den Fall, wenn man jetzt gerade jetzt, wenn jetzt der elektronische Arztbrief kommt, ob man den haben will oder nicht,
dass man auch da praktisch dann vernünftig das Bild befunden kann, wenn man jetzt zum Beispiel, früher hatte man ja diese Augendiagnostikzentren oder ich bekomme auch manchmal Zuweisungen zum OCT, druckt das aus, schreibt jetzt einen Befund handschriftlich rein, aber wenn man das natürlich dann auch dann gedruckt weitergeben kann, ist natürlich schöner. Das wäre so mal ein Wunsch an die Entwicklungsabteilung, ob das irgendwann mal mit irgendeinem Update realisiert werden kann. Falls ja. Ich nicht der einzige Anwender bin, der diesen Bedarf hat. Richtig, Sie sind tatsächlich nicht der einzige Anwender, der diesen Wunsch jemals geäußert hat. Der kommt tatsächlich öfter. Wir haben das durchaus auch weitergegeben an die Entwicklung, aber es gibt so viele Punkte auf der Prioritätenliste, die in der Entwicklung anstehen. Da müssen wir uns leider immer irgendwo einsortieren mit unseren Wünschen, die wir weitergeben. Ja. Wir haben noch 2 Fragen und noch 7 Minuten, aber ich glaube, die schaffen wir beide noch, weil die eine Frage auch nicht, eigentlich passt sie schon zu dem Thema, aber da kommen wir gleich dazu und die wird, vielleicht kann der Matthias Befort das schon mal im Hintergrund vorbereiten, das nochmal zu demonstrieren und vorher noch die folgende Frage. Also Sie haben, Herr Dr. Benning, wir haben ja viele, 2 verschiedene Typen von Multicolor-Bildern gesehen bei Ihnen. Und die Frage ist hier, wann nehmen Sie denn das 30 Grad und wann nehmen Sie die Weitwinkellinse? Also mittlerweile fange ich jetzt an, praktisch jetzt auch für den normalen Augenhintergrund bei Hypertonie die Weitwinkelaufnahme zu legen, weil praktisch das Fundusbild für den Patienten eindrücklicher ist. Und auch jetzt bei der Gefäßkontrolle dann in der 30-Grad-Aufnahme dann auch der Gefäßbogen abgeschnitten ist. Wenn ich jetzt Veränderungen an der Makula habe, Gliosen, Schichtlöcher, nehme ich gern die 30-Grad-Aufnahme, weil ich, da will ich das Detail am Augenhintergrund haben. Aber ansonsten bei irgendwelchen Gefäßpathologien, venöse Stase, Thrombose, nehme ich jetzt dann die 55-Grad-Aufnahme. Und auch da jetzt mit diesen neuen Blickrichtungsmöglichkeiten, also wo man die Fixierlampe umstellt, kommt man auch mit dem 55-Grad-Bild sehr schön in die Peripherie hinein und kann auch dann periphere Ischämien sehr schön darstellen. Ja, genau. Da dann sinnvoll ist, auch die Pupille weit zu machen für die Peripherie. Das wird dann auch mal deutlich besser. Ja. Sie haben so fast im Nebensatz, und das ist übrigens eine ganz große Wissenschaft, aber im Glaukombereich extrem spannende Sache und da gibt es auch Studien dazu im Vergleich zu nicht nur zu Fundusbildern und auch so, und zwar das Auffinden von Nervenfaserbündeldefekten bei Glaukom im Multicolor-Bild ist immer wieder ein Thema und da gibt es einige, ich erinnere mich an die Royal English Society of Photographers oder so ähnlich heißt sie, oder legen Sie mich nicht fest, die also das auch untersucht hat und gesagt hat, also die Nervfaserbündeldefekte präsentieren deutlich besser in diesem Multicolor, die stechen richtig raus im Vergleich zum Fundusbild. Und dazu vielleicht ein bisschen die Ermutigung, auch Multicolor bei der Glaukom-Diagnostik für den Überblick zu verwenden und dann zusätzlich die OCT-Aufnahme natürlich mit den quantitativen Werten. Und da wird hier die Frage gestellt, der Fragende weiß, dass das nicht heute jetzt das Kernthema ist, aber es gibt ja diesen neuen HUD-Report für Glaukomfälle, wo neben dem Bild auch noch eine Korrelation mit dem Gesichtsfeldeindruck hergestellt wird, also mit einem virtuellen Gesichtsfeldeindruck, dass man sozusagen sagt, gibt es an den Stellen, wo ein Gesichtsfeld, wenn ich das denn sehe, korrespondiere, strukturelle Defekte. Matthias, ist das was du uns noch zeigen könntest, wie man, wenn man mal Multicolor-Bild, sage ich mal, was erspäht hat und dann genauer hinschauen möchte und das dann die Karten dann, dicken Karten mal anschauen möchte. Das ist also gehört generell zur Glaucoma Modul Premium Edition, die ja eigentlich auch Standard ist. Gut, wir haben also hier ein Multicolor-Bild eines Glaukompatienten, wo wir aber auf Anhieb keinen eindeutigen Nervenfaserbündeldefekt erkennen können, so meine ich. Hier ist es vielleicht etwas schwach reflektiv, temporal inferior, aber wir schauen uns gerne mal diesen HUD-Report an. Also jeder, der auch das OCT damit nutzt, der kann jetzt einfach die beiden Glaukom-Scans, die man standardmäßig durchführt mit der Premium-Edition, anwählen und wieder auf Print gehen.
und sich dort dann den Good Glaucoma Report auswählen. Und diesen kann ich Ihnen gerne einmal kurz erläutern für alle, die ihn noch nicht kennen. Aber das funktioniert, ich muss mir praktisch dann praktisch den Posterior Pole und praktisch diesen Kreisscan auswählen, bevor ich praktisch auf den Report gehe zum Drucken. Genau, Sie müssen beide auswählen, denn die Information aus beiden Scans wird hier vereint auf dem Ausdruck. Sie bekommen auf der linken Seite die Informationen des Scans, wo Sie die Randsaumbreite und die Nervenfaserschichtdicke im peripapillären Kreisscan durchführen oder ausgewertet bekommen. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Auswertung des Posterior Pole Scans. Wir sehen also hier in der Mitte oben die Nervenfaserdickenkarte, unten die Ganglienzelldickenkarte. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf der rechten Seite daneben sehen wir die Abweichungskarte, die sogenannte Deviation Map. Aber sie ist gespiegelt. Das bedeutet, ein Nervenfaserdefekt, den ich superior habe, der wird mir in der Abweichungskarte unten angezeigt. Mit dem Hintergrund, dass ich jetzt ein Gesichtsfeld daneben halten könnte und dann direkt vergleichen könnte, ich sehe also in der Nervenfaserschicht in der Abweichung in dem Bereich eine Ausdünnung, dann den korrespondierenden Punkten im Gesichtsfeld würde ich einen Ausfall erwarten. Beim 24-Grad-Gesichtsfeld im Vergleich zu Nervenfasern, beim 10-Grad-Gesichtsfeld im Vergleich zur Ganglienzellschicht. Genau. Und wichtig ist auch noch bei diesem Report zu beachten, wenn Sie auf das Dickenprofil schauen, auf der linken Seite unterhalb des OCT-Bildes. Das OCT-Bild ist übrigens auch in dieser Theorie wichtig, dass man auch schaut, ist an dieser Stelle eine Verdünnung, sich die Struktur anguckt, die Segmentierung angucken kann, alles auf einen Blick. Das ist die Idee von dem Bild an dieser Stelle. Und darunter die das Höhenprofil der RDFL-Schicht, werden Sie sehen, ist der temporale Bereich in die Mitte gespiegelt. Also sozusagen der Bereich, der vulnerabel ist, ist in der Mitte präsentiert. Normal sind Sie das gewohnt, wenn Sie es auf den anderen Report schauen, ist der Außen. In der Mitte ist der nasale Bereich dargestellt. Es muss einem nochmal klar werden. Und dadurch haben Sie dann aber den Vorteil, dass Sie den entscheidenden Bereich sozusagen im zusammenhängenden Blick haben. Spannend, kannte ich noch nicht. Allein dafür war es schon gut, heute mitzumachen hier. Ja, gut. Wir haben Ihnen ganz herzlich zu danken. Danke auch hier aus dem Auditorium für die beantworteten Fragen. Und virtueller Applaus ist Ihnen auch gewiss, Herr Dr. Benning. Das ist jetzt leider nicht so gut übertragbar, aber ich darf es Ihnen auf diesem Weg weitergeben. Ja, ich denke, das Schöne ist, also so erlebe ich jetzt Heidelberg Engineering, also mein HRT habe ich seit knapp 20 Jahren und jetzt das OCT seit einem Jahr, aber es wird ständig praktisch miteinander entwickelt, es wird miteinander kommuniziert und auch jetzt so, wenn ein Problem ist, Ihre Service-Hotline, dann ist fantastisch, also es funktioniert hervorragend und deswegen war ich auch gerne bereit, diesen kleinen Beitrag dazu leisten, um praktisch da meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Weil es macht einfach Spaß, mit diesem Gerät zu arbeiten. Es ist ein großer Zugewinn in der Praxis. Ja, Herr Dr. Benning, das hätte unser Marketing nicht besser sagen können, ja. Aber ich darf versichern, dass wir das nicht vorher abgesprochen haben. Das ist die pure Begeisterung des Anwenders. Es gibt auch keinen Bonuscheck oder sonst irgendwas. Das war nicht abgesprochen, also. So eine schöne Einschätzung haben. Toll. Also nochmal herzlichen Dank in schöne Mainz. Gestern kurz mal abgeschweift, 11.11., ein trauriger Tag in Mainz. Wie ging es Ihnen? Sind Sie gebürtiger Mainzer oder zugereist? Also zugereister, aber jetzt seit knapp 50 Jahren hier vor Ort. Und ich finde das ja. Aber man wird, wenn man hier nicht geboren ist, ist es was anderes, aber ich fand es auch traurig, weil ich habe meine Praxis hier auch eigentlich mitten auf der Fastnachtsmeile. Das ist, wenn man arbeiten will, ist es etwas schwierig. Mittlerweile will ich nicht mehr arbeiten, aber es ist schon schön, mit wie viel Begeisterung dann auch so die Aktiven dabei sind, Sachen zu gestalten. Also da steckt ja sehr viel Herzblut und Zeit mit drin. Und wenn das jetzt halt dieses Jahr ausfällt, das ist dann schon schade. Also das ist hier in der Region, ist es dann auch so fester Teil des gesellschaftlichen Lebens. Also auch Kollegen sind dann auch so in den Garten organisiert. Jeder leistet dazu seinen Beitrag. Also schade, dass es dieses Jahr ausfällt.
Ich habe aber einen kleinen Insider-Tipp für alle, die da traurig sind, und zwar der Gonsenheimer Karnevalsverein, der GCV. Wenn Sie da auf die Homepage gehen, da können Sie fürs Wochenende, da gibt es da verschiedene Veranstaltungen, auch unter die Stehung, das ist jetzt was für den Insider, da gibt es eine Streamung ab Samstagabend. Okay. Da kann man sich für 22 Euro reinbuchen und da kommen ganz tolle Nummern. Ich glaube, für das Wegwashed und Boy-Paket ist es ein bisschen zu spät, aber das kriegt man ja auch noch in der Metzgerei oder beim Winzer seines Vertrauens. Also wer am Samstagabend im Lockdown ein bisschen närrisch sein möchte, sich eine Luftschlange um den Hals hängen könnte, kann ich empfehlen. Die Streamung ist die Antwort der Mainzer. Und noch, was mir gut gefällt, passieren ja viele Dinge in den WhatsApp und in den Social Media. Aber auch Glückwunsch nach Mainz natürlich an die Firma BioNTech, die uns die große Hoffnung auf den Impfstoff weltweit, die große Hoffnung auf den Impfstoff beschert hat. Und dann hieß es in einem Punkt, wenn es der Fasnacht an den Kragen geht, da können wir Mainzer ganz schön Gas geben bei der Entwicklung des Impfstoffs. Nämlich, ob es für die Fasnacht ganz reicht, wage ich zu bezweifeln, dass jetzt Mainz sich durchimpft bis zur Fasnacht und dann, im Schloss wieder im Saal eng zusammensitzt. Nee, aber es ist ein schöner Zusammenhang, sodass wir also gerade Mainz im Moment national, sogar international extrem viel verdanken. Und deshalb meinen größten Respekt an alle Mainzer und Mainzerinnen. Gut, also vielen Dank mit diesen erlebenspraktischen Hinweisen im Webinar möchte ich das Webinar dann heute auch beenden. Ich sage Dankeschön nach Berlin, Dankeschön nach Mainz. Ich danke den Kolleginnen im Hintergrund in der Redaktion und die das Webinar technisch befahren haben und hoffe, dass Sie auf unserer Webseite sofort sich Ihr nächstes Webinar buchen. Wir haben nicht mehr so viel dieses Jahr, aber nächstes Jahr haben wir wieder jeden Monat tolle Angebote in deutscher und auch internationalen Formaten. Vielen Dank und schönen Abend. Danke.